Das erste deutsche Fernsehen mit Harald Schmidt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier ist gelegt das erste deutsche Fernsehen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wieder einmal haben wir ein Feuerwerk für Sie bereitgestellt. Danke. Und sehr aufmerksam, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Der Papst ist zu Gast in der Türkei und wie es aussieht, eine große Reise in Sachen Völkerverständigung. Es ist im Grunde das zweite Mal, dass der Papst bei Türken zu Besuch ist, nach dem Weltjugendtag hier in Köln. Ja. Und Benedikt der 16. hat gesagt, er wünscht der Türkei viel Glück bei den Beitrittsverhandlungen für die EU. Die EU auch. Heute Morgen, Titelseite Bild, Absturz eines Weltstars. Unglaublich, oder? Als ich diesen Balken gesehen habe, dachte ich, ist ja geil, ein Rubbel los. Nein, es ist der Protest von Britney Spears gegen die Klimaerwärmung. Diese Art von Klamotten. Da kann ich mal aus der Schule plaudern. Wir hatten überlegt, ob wir da vielleicht eine schöne Fotomontage machen können. Wissen Sie, dass ich sage, ich habe gestern in Stuttgart die Nachtausgabe erwischt und da sah das anders aus. Und dann hätten Sie gedacht, wenn ich es zeige, ohne den Balken. Ja, wäre auch gewesen, aber mit Penis. Und dann haben wir gedacht, ist vielleicht rechtlich unklar, der Fotograf meldet sich. Ja. Oder der, bei dem er fotografiert wurde. Da kommen Sie schnell sozusagen in Teufelshöschen. Ja? In der Reihe der Freisprüche, meine Damen und Herren, Robert Häuser, unser Fußballschiedsrichter, wird vermutlich freigesprochen werden, weil er zwar etwas gemacht hat, aber das ist nicht verboten, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ist er hat Betrug gemacht, aber kein Verbrechen. Er wird freigesprochen. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich habe einen Tausender draufgesetzt beim Kroaten. Dann, wer von Ihnen raucht noch? Ja, es sind immer weniger. Neueste Erkenntnis ist, Rauchen lässt das Hirn schrumpfen. Ja. Viele Raucher sind wirklich so doof, sie wissen gar nicht, was sie noch mit dem zweiten Bein anfangen sollen. Nathalie Likar und die Ali Showman! Das haben wir vom CDU-Parteitag in Dresden übernommen, meine Damen und Herren. Der neue Slogan hier bei uns im Fernsehen erfolgreicher machen. Das erste, der neue Slogan ab dem neuen Jahr. Und jetzt ist Zeit für unsere Kulturnews. Hier sind die Kulturnews. Josef Bierbichler in der Zeit. Ich wollte mein Buch Verfluchtes Fleisch mit so einer Szene enden lassen. Einer isst sich selbst auf, genussvoll. Um den Mann sitzen Ärzte herum, die sein Leben erhalten, sodass er möglichst viele Körperteile essen kann. Der beste Koch bereitet ihn zu, der Mann liegt da, unterhält sich mit Besuchern und neben ihm brät seine Hand in der Pfanne. Dann löffelt er es. Das war die Kulturnews. Das, meine Damen und Herren, hat der neue designierte Vorsitzende der ARD, des ersten deutschen Fernsehens, Fritz Raff, gesagt. Die ARD wird in Zukunft noch mehr zeigen, das erste deutsche Fernsehen, dass wir ein Kultursender sind. Und das ist ja klar. Zum Beispiel, andere Moderatoren treiben sich Wochenende. Thank you.
Kriminalpolizei? Zu wem wollen Sie denn? Herr Dr. Stankowski ist gar nicht da. Erschossen? Er war doch so ein guter Schwimmer. Kriminalpolizei, zu wem wollen Sie denn? Herr Dr. Stankowski ist gar nicht da. Erschossen? Er war doch so ein guter Schwimmer. Kriminalpolizei? Zu wem wollen Sie denn? Herr Dr. Stankowski ist gar nicht da. Erschossen? Er war doch so ein guter Schwimmer. Kriminalpolizei? Zu wem wollen Sie denn? Herr Dr. Stankowski ist gar nicht da. Erschossen. Er war doch so ein guter Schwimmer. Kriminalpolizei. Zu wem wollen Sie denn? Herr Dr. Stankowski ist gar nicht da. Erschossen? Er war doch so ein guter Schwimmer. Kriminalpolizei. Zu wem wollen Sie denn? Dr. Stankowski ist nicht da. Erschossen? Er war doch ein so guter Schwimmer. Kriminalpolizei? Zu wem wollen Sie denn? Dr. Stankowski ist nicht da. Erschossen. Aber er war doch ein so guter Schwimmer. Kriminalpolizei? Zu wem wollen Sie denn? Dr. Stankowski ist nicht da. Erschossen. Er war doch ein so guter Schwimmer. Kriminalpolizei? Zu wem wollen Sie denn? Dr. Stankowski ist gar nicht im Haus. Erschossen? Er war so ein guter Schwimmer. Kriminalpolizei? Zu wem wollen Sie denn? Dr. Stankowski ist gar nicht im Haus. Erschossen? Er war so gut eine gute Schwimmer. Kriminalpolizei? Zu wen wollen Sie denn? Dr. Stankowski ist gar nicht im Haus. Erschossen? Er war so eine gute Schwimmer. Wann kann ich endlich in einen Supermarkt gehen und kaufen, was ich brauche, allein mit meinem guten Aussehen? Also es ist der Titel des Stückes, was ich am Wochenende gesehen habe. Ach so. Ja, von René Polesch in Stuttgart, Staatstheater. Und da kommen diese Texte Theater vor. Theater des Jahres 2006, bitte? Da kommen diese Texte vor. Zum Teil. Ach so. Ähnlich. Aber auch anders. Kriminalpolizei? Zu wem wollen Sie denn? Herr Dr. Stankowski ist gar nicht im Haus. Erschossen? Er war doch so ein guter Schwimmer. Wann kann ich endlich in einen Supermarkt gehen und kaufen, was ich brauche, allein mit meinem guten Aussehen? So heißt das Stück. Müssen Sie wissen, wenn Sie anrufen und sagen, hier ist Kriminalpolizei. Ich hätte gern Karten für, wann kann ich endlich in einen Supermarkt gehen und kaufen, was ich brauche, allein mit meinem guten Aussehen? Erschossen? Hast du das gesehen? Kurt Beck hat einen neuen Anzug. Wahnsinn. Den haben jetzt viele. Das ist, glaube ich, Hundekuchen als Vorbild. Das sieht unglaublich gut aus. Ich habe zwei, drei, vier Leute am Wochenende gesehen, die haben diesen Anzug. Sieht absolut geil aus. Der Kurt Beck-Anzug der Woche. I know how to love you. I know how to do it to you. I know how to make you feel like you wanna feel. Der Kurt Beck-Anzug der Woche. Angela Merkel, die umjubelte, wiedergewählte Parteivorsitzende der CDU auf dem Parteitag in Dresden, 93% der Stimmen, hat auch gezeigt in Dresden, dass sie Physikerin ist von Beruf. Sie hat ein tolles, was poetisches Bild geschaffen, das aber physikalisch richtig ist. Schauen Sie. Als Physikerin sage ich, Flügel geben Auftrieb. Flügel geben Auftrieb, deswegen haben ja Vögel Flügel. Aber, meine Damen und Herren, bei diesem November, bei diesem Dezember
40 Grad im Schatten am ersten Advent. Das ist nicht normal. Das heißt, bei den Zugvögeln ist das ganze System durcheinander gekommen. Die Zugvögel bleiben hier. Und ich finde toll, Herr Antrag hat eine Methode entwickelt, die Sie ganz einfach nachspielen können, indem Sie Zugvögeln helfen, im Grunde auf den Zug aufzuspringen und ab in den Süden zu fliegen. Fliegt, ihr gefiederten Freunde! Fliegt! Fliegt nach Süden! Los, hier wird's viel zu kalt! Ab in den Süden! Haltet euch jetzt! Ab in den Süden! Los! Die letzte Chance! Mensch, ab in den Süden! Bringt euch in Sicherheit! Jetzt sofort! Fliegt nach Süden! Fliegt nach Süden! Jetzt sofort! Es ist zu warm! Fliegt nach Süden! Bald wird es kalt! Fliegt! Fernsehen erfolgreicher machen. Am Sonntag konnte ich leider nicht... Kriminalpolizei? Zu wem wollen Sie denn? Herr Dr. Stankowski ist gar nicht im Haus. Erschossen. Er war doch so ein guter Schwimmer. An der anderen Seite der Isar. Kriminalpolizei? Zu wem wollen Sie denn? Herr Dr. Stankowski ist gar nicht im Haus. Erschossen? Er war doch so ein guter Schwimmer. An der anderen Seite der Isar. Kriminalpolizei, zu wem wollen Sie denn? Herr Dr. Stankowski ist gar nicht im Haus. Erschossen? Er war doch so ein guter Schwimmer. Ich habe festgestellt, dass bei, wenn ich Christiansen zum Beispiel gucke, ja, geht mir das zu schnell. Ich würde gerne noch mal so die Highlights zusammengefasst kriegen. Wissen Sie, so wie in einer Sportschau. Ja? Und das gibt's jetzt hier bei uns im Ersten, die Christiansen-Show. Guten Abend allerseits, herzlich willkommen zur Christiansen-Show. Heute mit der Partie Menschen gegen Killerspiele. Ruhiger Auftakt, Willy Lemke zurück aus dem Trainingslager in Tibet, sehr ausgeglichen. Ich hab noch mal von der 9. Minute, gesprochen. Ralf Möller greift an. Die Kinder ernähren sich heute. Total falsch. Oh, das ging weit daneben. Kennt ihr das Thema? 17. Minute. Die stärkste Szene von Susanne Fröhlich. Bisher war nicht viel von ihr zu sehen. Und dann... Toll! Und nochmal in Zeitlupe. Starke Einzelleistung. 32. Minute, der Professor kommt. Die Frage, wer in Deutschland braucht Waffen? Abgesehen Juweliere und so weiter. Ein klarer Treffer. 35. Minute. Möller versucht über den Kampf zurück ins Spiel zu kommen. Er wettert gegen Gewalt in den Medien. Von morgens bis abends. Fernsehen, Telefon. Pathfinder. Christiansen kontert mit einem Ausschnitt aus seinem neuen Film. Ja, gut. Das ist nicht Möllers Tag. Die heiße Schlussphase, 52. Minute, Lemke tritt an. Das liegt daran, dass wir Kinder stärken müssen. Wir müssen Kinder durch Liebe stärken. Ja, genau. Das war's! Die Entscheidung ist gefallen! Und zum Schluss die Wahl zur Einstellung des Monats. Vorschlag 1, Lemke fliegen die Killerspiele um die Ohren. Vorschlag 2, im Nacken der Justiz. Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und wir machen kurz Werbung. Kann ich endlich in einen Supermarkt gehen und kaufen, was ich brauche, allein mit meinem guten Aussehen? So heißt das Stück, das ich gesehen habe im Auftrag des Ersten Deutschen Fernsehens am Wochenende. Und du hast uns auch verschwiegen, dass du sensationell gut Jacques Chirac parodieren kannst. Ich habe nämlich gelesen, unsere Kanzlerin Angela Merkel unterhält in launiger Runde die Anwesenden durch tolle Jacques Chirac-Parodien. Sie kann unheimlich, das heißt immer, Angie, mach doch mal einen Jacques. Komm mal, Angie. Hör mal, wenn Angie den Jacques macht, da schmeißt du dich weg. Also, und du kannst es auch? Ja, gut für die Deutschen, nicht für die Franzosen, aber für euch, das reicht wahrscheinlich.
chers compatriotes, chers Allemands, chères Allemandes, je suis ravie de fêter mon anniversaire, mon Geburtstag, comme disent les Allemands. Angela! Oh, merci beaucoup, Angela! Balsicus immer, Hercus immer. Ich weiß. Angela, deswegen. Das ist Charme. Das ist Jacques Chirac. Bravo! Bravo! Ja, und Spanisch kannst du auch. Da kamen wir nicht mehr dazu, als du hier moderiert hast, letzten Mittwoch. Ja, ich ja. Aber woher kannst du Spanisch? Von der Schule. Ach so, war das Fremdsprache? Ja, Erste Englisch, aber das war ja. Eine. Was kannst du auf Spanisch? Ich kann ein Gedicht, aber ein bisschen nicht richtig. Kleine Sätze von Federico Garcia Lorca, La Monja Gitana. Oh. Silencio de Calimirto, malvas en las hierbas finas. La monja borda al día sobre la tela parisa. Qué bien borda, con qué gracia sobre la tela parisa. Ella quisiera bordar flores de su fantasía. Kriminalpolizei? Zu wem wollen Sie denn? Herr Dr. Stankowski ist nicht im Haus. Erschossen. Er war doch so ein guter Schwimmer. Mein heutiger Gast, meine Damen und Herren, wurde berühmt und bekannt und noch mehr beliebt durch Filme wie Nach 5 im Urwald und Lola rennt und. Sie ist eine unserer größten Stars und war viele Jahre nicht hier. Hätte ich nicht für möglich gehalten, weil ich habe immer das Gefühl, sie ist ganz eng mit unserer Show verbunden. Herzlich willkommen, Franka Potente! Du hast aber die richtige Fangemeinde. Mit so viel Beifall. Applaus, ja. Ja, das war kein netter, das war sehr, sehr guter Applaus. Manchmal Dankeschön. Ist er auch ein bisschen dünne und so. Hast du eigentlich auch mal Theater gespielt? Professionell nicht. Als Kind immer so ein bisschen, so, ja. Wann immer niemand das sehen wollte, aber nee. Ich war auf einer Theaterschule aber. Als Schauspielerin? Genau, auf einer Schauspielschule, ja. Ja, also eigentlich sollte in München, eigentlich sollte ich auf die Bühne. Aber das kam alles dann anders. War das damals. Die Falkenberg-Schule? Ja, genau. Echt? Und hast du die zu Ende gemacht? Nee, also. Habe ich nicht zu Ende gemacht. Da bin ich ein Jahr eher gegangen. Weil du für den Film entdeckt wurdest? Genau. Nach 5 im Urwald war das? Genau, da war ich zum ersten Mal auch hier. Ja, genau. Da waren auch deine Eltern mit dabei. Genau. Hast du mir gerade vorhin erzählt, als ich Hallo gesagt habe. Und jetzt, also als Schauspieler enorm erfolgreich, auch in den USA. Ja? Und jetzt zum ersten Mal als Regisseurin mit einem Stummfilm. Ja. Ja. 90% stumm. Es gibt eine Figur, die auch sprechen kann in meinem Stummfilm. Wie heißt der Film? Der Film heißt Der die Tollkirsche ausgräbt. Aha. Und er ist 43 Minuten lang und wir zeigen ihn zum halben Preis. Was ich super finde. weil der nur halb so lang ist wie ein normaler Genau, Kinderfilm. Ganz pragmatisch. Ja. Ja, warum Stummfilm oder fast Stummfilm? Mir ist nur ein Stummfilm eingefallen irgendwie. Ach so, textlich meinst du jetzt? Also ich habe das Drehbuch auch geschrieben. Ja. Und das hat für den Dialog nicht gereicht. Ja, nee, ich weiß. Man sitzt so da und denkt, es wird ein Stummfilm oder wie merkt man das? Also das war was ich als Kind sehr gern geguckt habe. Western von gestern und Pat und Patterchen und so weiter und so fort. Und meine Geschichte spielt 1918, an dem Tag, als der Kaiser ins Exil ging und aus der deutschen Monarchie eine Demokratie wurde. Genau an dem Tag. Ich habe das auf einen Tag gelegt.
Und dementsprechend haben wir auch gesagt, wir wollen auch, dass der Film aussieht wie ein Film aus der Zeit. Also er sieht richtig aus wie ein Stummfilm. Die Menschen reden über Sprachtafeln und hinein platzt ein moderner Punk aus dem 20. Jahrhundert und der spricht. Aha. Aber die Stummfilmleute verstehen ihn nicht und umgekehrt auch nicht. Und es gibt eine Liebesgeschichte zwischen diesem Punk, der sprechen kann, und der Stummfilm-Tochter des Hauses. Und spielen die Schauspieler auch wie Stummfilm-Schauspieler? Also ist ja. Übertriebene und so? Ja, 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 es sieht genauso aus. Also wenn man es nicht wüsste, sieht aus wie ein Charlie Chaplin-Film. Das finde ich aber irgendwie auch nicht einfach in der Vorstellung, wenn ich sage, ich gehe jetzt zu einer Bank und sage, hallo, können Sie mir Geld leihen? Ich möchte einen Stummfilm machen. Oder? Wie kriegt man so einen Film finanziert? Also wenn ich zur Bank gegangen wäre, hätte es vielleicht auch nicht gemacht. Aber ich habe das einfach Leuten gegeben, den Machern von Lola Rent, von X-Filme. Ja. Und habe gesagt, lest das mal ganz unverbindlich. Und dann haben die gesagt, aber wir machen gar keine Kurzfilme. Aber fanden das gut. Und dann haben WDR und Arte, die ja immer für solche Sachen zu haben sind, haben gesagt, okay, sowas würde ich auch gerne mal sehen, dann geben wir dir das Geld. Hört sich jetzt so einfach an, ne? Ja, eigentlich schon, weil wenn man überlegt, wie viele Leute auf Geld warten für eine Filmfinanzierung und dann für einen Stummfilm, für ein Erstlingswerk gleich die Sache finanziert, bist du mit dem Geld hingekommen? Ja, aber ich glaube, also ich glaube, dass das irgendwie halt so das ist schon auch so ein bisschen, also so eine Ode an das Kino. Und wenn die Leute sich dann auch so wie X-Filme und WDR und Arte auch so auf die Fahnen schreiben, dass sie so halt Cineasten sind und sowas, dann ist das natürlich auch ein, ist das natürlich ein tolles Projekt. Ja. Ne? Okay, wann ist die Premiere? Premiere war eigentlich schon auf der Berlinale genau genommen und der startet jetzt am Donnerstag in 5, 6 großen Städten und nach Köln kommt er, glaube ich, am 6. Dezember. In kleinere Kinos? Oder in besondere Kinos. Was sind das zum Beispiel? Wo hier in Köln? Was ist das für ein Kino? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ach so, aber ein besonderes. Ja. Ja. Okay, also drückt es sehr die Daumen. Vielleicht ist es ja, setzt ja eine Stummfilmwelle ein oder so, dass man sagt, es ist ja immer. Ne, ich meine so, damals als der mit dem Wolf tanzt, hat ja auch keiner mehr an Western geglaubt oder so. Das ist ja, kommt ja immer ein Film, der wieder so ein Genre dann in Betrieb setzt. Es ist ja nicht nur ein Stummfilm, sondern es ist wirklich so, wie wenn man sich überlegt, wie wäre das eigentlich, wenn jemand, der sprechen kann, in so eine Schwarz-Weiß-Welt reinpurzelt, wo keiner sprechen kann. Also es ist eigentlich mehr so dieses bisschen kindische, also der Film ist auch echt kindisch und albern und lustig. Also, das ist schon ein bisschen strange, aber 40 Minuten, das vergeht schnell und man hat aber hinterher das Gefühl, man hätte einen ganzen Film gesehen. Du hörst ja. Man hat auch keine Zeit mehr. Was mich wahnsinnig interessiert ist, bei den ganzen Erlebnissen in Amerika, wie war die Begegnung mit Johnny Depp? Ich finde, Johnny Depp ist ein ganz toller Schauspieler. Finde ich auch. Ja. Auch sehr vielseitig, sehr wandlungsfähig. Na, das ist ja schon eine Weile her. Also ich glaube, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich irgendwie, also ich hatte, Gott, das ist ja wirklich schon einige Jahre her. Also ich weiß auch, dass meine ganzen Freundinnen total ausgeflippt sind und ich habe den im Produktionsbüro getroffen für den Film. Hast du ihn erkannt? Ja, natürlich. Ich meine, sieht er so aus, wie er so ja, auf dem Foto aussieht? Ja, das ist ja das Anstrengende, der sieht genauso aus. Ja. Also es ist nicht so, dass man denkt, was, der sieht ja viel besser aus im Fernsehen. Nee, ja, das ist häufig, wenn Models kommen oder so, dann heißt es, was ist diese Schrippe da hinten? Das ist ein Gast! Ja, wenn die dann so, wenn die nicht aufgemotzt sind und so. Nee, der sieht genauso. Und ich habe halt immer, wenn meine Freundin gesagt hat, Mensch, Johnny Depp! Und so, dann habe ich immer gesagt, ja, ist doch gar nicht mein Typ und oh Gott und so. Aber der hat so eine Aura, als er da saß, bin ich schon echt nervös geworden. Und ich weiß noch, dass der damals so einen Film gemacht hat mit Roman Polanski, der hieß The Ninth Gate. Und den fand ich so kacke, als der rauskam. Und man war auch richtig schockiert als Polanski-Fan, dass der so einen Film hat. Und da hat Johnny Depp mitgespielt. Und das war das Erste, was ich ihn gefragt habe. Ich dachte so, ach, ich steig gleich mal direkt ein. Und ich sag, sag mal, was hast ehrlich, du bei dem Film mitgespielt? Aber ich glaube, das fand er irgendwie ganz okay. Er hat dann erzählt, warum er bei einem Film mitgespielt hat, dass er das auch nicht so toll fand. Und warum hat er mitgespielt? Weil er dachte, was ich auch gesagt habe, weil er dachte, naja, das ist halt Polanski, der macht vielleicht nicht mehr so viele Filme. Ja. Das konnte ich auch nachvollziehen. Natürlich. Naja, und so war man mittendrin in einem gehaltvollen Gespräch. Und dann so bei der Arbeit, beim Dreh und so, geht einem da ein bisschen in die Muffe? Oder sag mal, so machen die das in Hollywood? Oder? Also ich bin leider nie entspannt geworden um ihn rum. Also bei allen möglichen anderen Leuten schon, aber bei ihm komischerweise nicht. Ich habe auch immer mitgekriegt, also das war echt ein Mensch, ich habe das nie wieder gesehen,
der, egal wo der hingegangen ist, also wenn, wir haben zum Beispiel einmal, da hatte jemand Geburtstag von den Schauspielern, haben wir mit so 30 Leuten am Tisch gesessen und wir saßen so am oberen Ende und der hat immer sehr leise gesprochen und wenn der was gesagt hat zwischen zwei Gabeln zu essen, dann hat haben alle aufgehört zu reden und alle haben geguckt und das war total anstrengend. Oder wenn der mal irgendwo gestanden hat, dann kam immer welche an oder irgendwer hat irgendwas gesagt oder zu so. Ihm. Zu ihm. Und wie hat er reagiert? Der war super nett immer. Und da habe ich irgendwie gedacht, ach Mann, ich will jetzt nicht noch irgend so ein Nerv-Heini sein, der da kommt. Aber ich habe mich dann wahrscheinlich noch bescheuerter verhalten, weil ich immer so knallrot da stand, so irgendwie. Und wir haben ja 10 zusammen, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich selten. Also ich stand da immer irgendwie und habe gedacht, oh. Ach so, in den Rehpausen oder wenn du das mal wiederholt werden musst. Ja, bevor es losging oder so. Ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich, passiert mir nicht so oft. Aber das finde ich eigentlich sehr sympathisch, weil die meisten sagen, ach, der Johnny ist ein Lieber und so. Also mal so gleich Hollywood auf du und du. Hast du denn so ein bisschen abgeschlossen mit Hollywood? Auch mit diesen ganzen sagen wir, Mechanismen, die Herangehensweise ist ja doch wahrscheinlich sehr industriell. Ach, ich weiß gar nicht, was es ist, aber mir war es immer, ist es immer fremd geblieben. Aber das kann man ja mal so feststellen und ich glaube, mit der Feststellung kann man ja immer wieder hingehen. Bist du denn gut zurechtgekommen, also mit deiner Einstellung und mit deiner Art? Oder hat man versucht, dich zu ändern? Ich schon. Ich weiß nicht genau, wie es den anderen gegangen ist. Also ich glaube total daran, dass egal wie unterschiedlich Kulturen sind, man immer die Sachen so handeln muss, wie es auch zu Hause gut funktioniert. Ja? Also ich habe halt immer direkt gesagt, wenn mich was gestört hat und wenn ich das Gefühl hatte, da hat einer kein Ohr, dann habe ich immer Briefe geschrieben den Produzenten, habe gesagt, lies das mal nach Drehschluss, wenn du Zeit hast. Und das war okay, dann sind die auf mich zurückgekommen am nächsten Tag oder so. Und es kann schon sein, dass sie das komisch fanden, nur hey, man findet so viel komisch. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man das halt so macht, dass man wenigstens für sich selber sagen kann, also ich weiß, dass ich dem Bescheid gesagt habe. Wenn der das jetzt nicht verstanden hat, dann kann er ja zurückkommen und sagen, dass er es nicht verstanden hat. Also, naja, klar. Ja. Ich denke, so machst du das wahrscheinlich auch. Also das, ob hier oder da, ist ja dann egal. Ja, klar, aber ich habe ja sozusagen keinen Boss mehr. Ja, das ist doch noch besser. Ich sage mal so. Dann musst wenn du ich, das nicht sag mal so, machen. Wenn ich geblieben wäre, wo ich war, hätte ich schon wieder 9. Was machst du als nächstes? Ich habe gehört, das sind ganz tolle Projekte, die schon wieder, da kriegt man schon wieder Ehrfurcht, wenn man hört, was wer da alles die Regie führt und mitspielt. Abgesehen von so Kleinkram-Sachen mache ich mit Volker Schlöndorff die Päpstin nächstes Jahr. Nach das ist Bestseller, ein sehr schöner Roman, genau. Ja. Und wenn das dann zeitlich noch klappt, dann gehe ich in den Dschungel mit Steven Soderbergh für Che Guevara. Ich weiß aber noch nicht, ob das zeitlich klappt. Jetzt ist erstmal, die Päpstin sind wichtig. Das ist auch die komplexere Rolle. Das finde ich immer wichtig. Also das ist halt nächstes Jahr erst. Da weiß man noch nicht, wie das alles so hinhaut mit der Zeit. Aber das mache ich auf jeden Fall. Toll. Also lass uns nicht wieder 6 Jahre warten. Bist du, aber ich hatte echt das Gefühl gehabt, du kommst einmal im Jahr oder so. Mache ich gerne. Ja, ja. Aber du warst ja nicht hier, weil du zu Hause die Strickliesel heizen musstest, sondern weil du große Filme und so weiter in Amerika und deine Karriere ging ja eigentlich immer nur nach oben. Wenn du das sagst, ja, dann finde ich das gut. Ja gut, mit das war auch mein Gefühl. So. Ja, aber wie so eine Aktie, die so... Na, das ist auch so. Ja? Toi, 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 schön, dass du hier warst. Der die Tollkirsche ausgibt. Franka Potente, Stummfilm, 43 Minuten, halber Preis für den nächsten Film, der die tolle Kirche aussieht. Jetzt, meine Damen und Herren, sehen Sie den ersten Teil der zweiteiligen Dokumentation der KGB in Deutschland. Heute mit der Folge Attentäter und Agenten. Am nächsten Mittwoch ist Anne-Sophie Mutter hier zu Gast. Dann wird hier adventlich gegeigt und Klavier gespielt, meine Damen und Herren. Morgen, wenn Sie Lust haben, ab 20.15 Uhr live aus Stuttgart, die 14-stündige Bambi-Verleihung. Und im Anschluss unser Bambi Tita von Hardenberg mit Polylux. Morgen. Dankeschön fürs Zuschauen und nicht vergessen, Dr. Stankowski ist gar nicht im Haus. Bis dann.